greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute unter anderem das im Programm. 3 Tage im Kloster, SPD-Klausur in Irsee geht zu Ende. Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau, bayerischer Bahnchef Josel informiert über den aktuellen Stand der Dinge. Und Bezirksfinanzen und Krankenhäuser, schwäbische Arbeitstagung des Bezirksverbandes in Bad Wörishofen. 10 Jahre sollen Kinder gemeinsam zur Schule gehen. So hätte es die bayerische SPD gerne. Auf ihrer Klausurtagung im Kloster Irsee stellte sie heute Morgen ihr Konzept für eine Gemeinschaftsschule vor. Die soll den Leistungsdruck reduzieren und für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, auch weil so die Schule im Dorf bleiben könnte. Das Thema Bildung aber war nur eines der Themen, die in den letzten 3 Tagen bei der Klausurtagung besprochen wurden. Heute ist sie nun zu Ende gegangen. Sebastian Zausch, Jonas Strobel und Martin Hock berichten. Aufbruchstimmung heute Mittag am Kloster Irsee. Nach 3 Tagen in Klausur haben die Fraktionsmitglieder der SPD heute ihre Koffer gepackt, um sich wieder der Parlamentsarbeit zu widmen. Währenddessen erklärte Fraktionschef Markus Rindersbacher den Journalisten, wie die aussehen soll. Für den 25. Januar habe Ministerpräsident Horst Seehofer eine Regierungserklärung zum Investitionsprogramm Aufbruch Bayern angekündigt. Aus Sicht der SPD eine Mogelpackung, die es zu entlarven gilt. Über viele Wochen hinweg hat man die Opposition im Dunkeln gelassen. Wir hatten keine konkreten Zahlen zum Haushalt und konnten uns jetzt heute erstmals ein wenig mit dem ein oder anderen Detail auseinandersetzen. Und es wird uns gelingen, deutlich zu machen, dass dem Aufbruch Bayern ein Abbruch gegenübersteht. Es ist schon wirklich dreist, mit welcher Wucht und mit welcher Macht hier eine Marketingkampagne gestartet wird, die nun wirklich überhaupt keine Grundlage hat. In vielen, vielen Bereichen wird es am Ende nicht mehr Geld geben, obwohl es angekündigt wird, sondern weniger Geld. Überhaupt konzentrierte sich Rindersbacher heute in der Abschlusspressekonferenz etwas mehr auf den politischen Gegner als noch in den letzten Tagen. Da hatte es nur geheißen, auf die Kernbereiche der Sozialdemokratie besinnen und mit Sachthemen punkten. Heute dann doch die ein oder andere kritische Bemerkung in Richtung CSU, zum Beispiel zur von der Staatsregierung geplanten Stimmkreisreform. Naja, es drängt sich zumindest der Eindruck auf, dass die CSU hier nicht ganz konkrete Bevölkerungszahlen zur Grundlage nimmt, sondern auch da wieder parteipolitisch motivierte Ziele verwirklicht werden sollen. Herr Professor Ferdinand Gerditz vom Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn hat ja bereits dokumentiert, dass es nicht zwingend notwendig wäre, eine solche Stimmkreisreform durchzuführen. Und dass gerade im Bereich Ingolstadt, der Hochburg von Seehofer, Schneider, Hadertauer, jetzt eine zusätzliche CSU-Hochburg kreiert werden soll, das ist bemerkenswert. Und auch die Ankündigung von Horst Seehofer, 2013 noch einmal als Ministerpräsident antreten zu wollen, war heute durchaus Thema im Kloster Irsee. Ich habe erhebliche Zweifel, ob Herr Seehofer tatsächlich nochmal kandidiert. Also wer sich das genau anschaut, innerhalb der CSU gibt es doch natürlich den Trend hin zum Schloss Gutenberg. Und ob Herr Seehofer jetzt nicht für seine Partei eine Strategie aufbaut, wie man vielleicht bis zum Jahr 2013 ihn hält, um dann am Ende doch den Staffelstab zu übergeben, darüber kann ich selbst nur spekulieren, aber letztendlich, wir können unsere Politik auch nicht danach ausrichten, wer Spitzenkandidat von der CSU wird. Und das werden wir auch nicht tun. Man sei gewillt, mit großer Entschiedenheit in das neue Jahr zu gehen, so Rindersbacher. Bleibt also abzuwarten, ob sich diese Entschiedenheit auch glaubhaft beim Wähler rumspricht. Denn sonst könnte der heutige Aufbruch der Parlamentarier womöglich ein Aufbruch in die Bedeutungslosigkeit der Partei werden, angesichts einer immer mehr erstarkenden Grünen. Wie die SPD in diesem Jahr ihre Sachthemen an den Wähler bringen will, darüber hat sich mein Kollege Sebastian Zausch im Anschluss an die Klausurtagung mit SPD-Fraktionschef Markus Rindersbacher unterhalten. Herr Rindersbacher, 3 Tage Klausurtagung hier in Irsee sind
jetzt vorbei. Was ist für Sie der größte Erfolg dieser Klausur? Wir gehen mit großer Motivation ins Jahr 2011. Wir haben uns mit wichtigen Sachthemen auseinandergesetzt, mit dem Pflegenotstand in Bayern. Wir haben ein Integrationsgesetz der bayerischen Öffentlichkeit vorgestellt. Die anderen Parteien sind zur Tagesordnung ergebnislos übergegangen nach der großen Integrationsdebatte. Wir haben ein Integrationsgesetz nun formuliert und wollen dies auch im Bayerischen Landtag debattieren. Wir haben uns mit dem Industriestandort in Bayern auseinandergesetzt und mit vielen wichtigen Zukunftsthemen. Das ist das, was die Wähler von uns erwarten. Die SPD muss ihre Hausaufgaben machen und das tun wir. Das sind sehr, sehr viele Pläne. Auch zum Thema erneuerbare Energien haben Sie ein Konzept vorgelegt. Wie wollen Sie angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bayerischen Landtag dafür sorgen, dass diese Pläne tatsächlich auch durchgesetzt werden und es nicht bei den reinen Plänen bleibt? Die politische Landschaft ist in Bewegung. Gegenwärtig haben wir tatsächlich keine Möglichkeit, unsere Anträge durchzusetzen, weil das von Schwarz-Gelb leider immer abgelehnt wird. Auch wenn anerkannt wird, Mensch, da hat die SPD was Gutes angestoßen und das müssten wir im Prinzip machen, dann wartet man ab und bringt es eventuell als schwarz-gelbe Koalition ein halbes Jahr oder ein Jahr später als eigene Idee ein. Das ist das Los der Opposition. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns bis zum Jahr 2013 gelingen kann, diese schwarz-gelbe Regierung abzulösen. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr Fraktionsvorsitzender der bayerischen SPD. In dieser Zeit stagniert die SPD aber auf einem konstanten Niveau bei ungefähr 17%. Was haben Sie in diesem Jahr falsch gemacht? Ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Wir mussten 11 Jahre Regierungsarbeit im Bund aufarbeiten. Wichtige Themen wie Hartz IV, Rente mit 67 spielten da eine Rolle, auch der Afghanistan-Einsatz. Wir haben interne Strukturen gestärkt und wir haben im Bayerischen Landtag 19 Gesetzentwürfe eingebracht. Wir haben 360 Anträge gestellt. Wir haben also unsere parlamentarische Arbeit kraftvoll wahrgenommen, wollen das auch im Jahr 2011 tun. Es muss uns gelingen, unsere Sacharbeit noch besser unter die Leute zu bringen. Da geben wir uns Mühe. Ich glaube, dass die bayerische Bevölkerung auch durchaus neugierig geworden ist. Ach, da gibt es neue Leute bei der Bayern-SPD. Junge sind da plötzlich am Ruder. Wie machen die das überhaupt? Es gibt noch so ein bisschen Skepsis, das räume ich gerne ein. Aber das hindert uns nicht daran, trotzdem weiter mit Leidenschaft bei der Sache zu sein und für die gute sozialdemokratische Sache zu werben. Sie haben die neuen jungen Leute angesprochen. Die neuen jungen Leute, wie Sie, wie der Herr Pronold, sind aber bei weiten Teilen der Bevölkerung noch relativ unbekannt. Wie wollen Sie das ändern? Ich bin ja jetzt erst seit knapp 14 Monaten im Amt, habe bei einem Bekanntheitsgrad von 0 angefangen, bin jetzt bei 29. Das ist natürlich nicht so begeisternd auf den ersten Blick, aber auf der anderen Seite bin ich mittlerweile schon bekannter als die langjährige Wirtschaftsministerin Emilia Müller oder als die langjährige Landesvorsitzende der Grünen Theresa Schopper. Es kommt nicht nur auf den Bekanntheitsgrad an. Man kann auch als unbekannter Politiker eine gute Politik machen, muss sie allerdings dann stärker auch noch in die Öffentlichkeit transportieren. Trotzdem gibt es von einigen Jusos Kritik an, es seien austauschbare Politiker an der Spitze der SPD und einige sind ja daraufhin sogar ausgetreten. Was sagen Sie denen? Wir werden das intern klären. Es ist immer so, dass der Jugendverband sich auch ein wenig reibt an der Partei. Das ist bei den Jusos seit vielen, vielen Jahren so der Fall. Das ist auch gut so. Wir laden die Jusos ein, mit uns in den konkreten Dialog zu treten, auch bei Sachthemen und freuen uns bereits auf die Gespräche. Um diese Sachthemen, wie Sie sagen, bekannter zu machen, müsste man dann nicht auch ein bisschen offensiver auch vorgehen und nicht immer so freundlich und nett und sagen, wir machen die Sachthemen. Nützt aber doch auch nichts, wenn sie nicht wahrgenommen werden bei der Bevölkerung, oder? Nein, wir machen schon auch eine aggressive Oppositionspolitik. Ich habe Strafantrag gestellt gegen alle Verwaltungsräte und den Vorstand der Landesbank. Das war niemand sonst, das war ich. Wir haben Verfassungsklage eingereicht, als es um die sogenannte Resonanzstudienaffäre ging. Da hat die CSU Umfragen in Auftrag gegeben und sie vom Steuerzahler dreisterweise bezahlen lassen. Das war unsere Aufklärungsarbeit. Da sind wir hartnäckig dran geblieben. Und wir erwarten jetzt Ende Januar auch entsprechende Ergebnisse vom Obersten Bayerischen Rechnungshof. Man befasst sich mit der Frage, gibt es hier eine verdeckte Parteienfinanzierung zugunsten der CSU? Wir brauchen den richtigen Mix aus einer konstruktiven, aber auch kämpferischen Oppositionspolitik. Ich denke, uns gelingt das auch. Und diese Arbeit wollen wir weiter fortsetzen. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg, bedanke mich für das Gespräch und gebe zurück ins Studio. Deutschlands höchster Weinberg. Unter diesem Motto bewarb die Gemeinde Bad Hindelang vor einiger Zeit die Handvoll Rebstöcke, die ein Hotelier auf 860 Metern Höhe angepflanzt hatte. Wein wurde aus den Trauben zwar nie gekeltert und angelegt war der Berg nur aus rein privatem Interesse, doch von Spaß verstehen die bayerischen Behörden offensichtlich wenig. Denn der Hobbygärtner erhielt nun ein Schreiben von der Landesanstalt für Weinbau.
Sein Weinberg sei genehmigungspflichtig und falls etwas von dem Wein verkauft worden sei, drohe möglicherweise sogar eine Haft von bis zu 3 Jahren. Man stellte den Hindelanger vor die Wahl, roden oder die Fläche von weniger als 100 Quadratmetern als genehmigungsfreie Hobbyanlage zu melden. Gesagt, getan. Der 33-jährige Hobbygärtner hat seine Reben nun gemeldet und will jetzt sogar möglicherweise seinen Berg als offizielles Weinanbaugebiet anerkennen lassen. Wenn das klappt, gäbe es jährlich etwa 12 Liter Bad Hindelanger Qualitätswein. Auch nicht schlecht. Ja, und wir machen jetzt kurz Werbung, danach geht es dann weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Region. Der Allgäuer Presseball wird 50. Moderator Tilman Schöberl führt am Samstag, den 26. Februar, durch eine große Jubiläumsgala in der Kemptener Big Box. Freuen Sie sich auf Stargast Gitte Henning und genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von TV-Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten. Ja. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto-Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Reisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Jetzt neu. 3 Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Top Sleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Grenzenlos. Der Zauber vom Winter. Fröhliches Treiben oder entspannter Genuss. Erleben Sie Linz von der Kulturmeile bis zur Stahlwelt. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Von Regensburg bis Linz. Wir freuen uns auf Sie. Die Meldungen vom 19. Januar 2011. Der ehemalige Leiter des Maristeninternats in Mindelheim ist erneut verurteilt worden. Das Amtsgericht Landshut sah es als erwiesen an, dass er einen 14-jährigen Schüler belästigt und unsittlich berührt hat. Der Vorfall hatte sich während einer Internatsfreizeit im Jahr 2004 ereignet. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten. Bereits vor 3 Jahren war der Maristenfrater wegen eines ähnlichen Vorfalls vom Amtsgericht Memmingen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Bis zum Jahr 2017 soll die Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau komplett elektrifiziert werden. Auf einer Pressekonferenz am späten Nachmittag in Memmingen bekräftigten Bahn und Politik, das Millionenprojekt jetzt doch endgültig realisieren zu wollen. Immer wieder waren die Ausbaumaßnahmen in Frage gestellt worden und es gab Verzögerungen. Über den aktuellen Planungsstand informierte die Bahn heute auch Vertreter der Kommunalpolitik. Wir können den Bürgermeistern heute sagen, dass wir mit den Planungen losgelegt haben. Wir können ihnen den Zeitplan aufzeigen, wie wir das Projekt abarbeiten wollen, wo wir die Kommunikation auch gerade zu den Bürgermeistern, auch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, intensivieren werden und signalisieren heute deutlich, das Projekt geht voran. Also man hat ja schon viel von historischen Stunden in dieser Angelegenheit gesprochen, auch bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Schweiz, Bundesrepublik Deutschland, Freistaat Bayern und der Deutschen Bahn. Aber heute ist sicherlich auch ein historischer Tag, weil heute beginnen letztlich die Vorplanungen, die zum Planungsentwurf und damit auch zur Bauausführung führen. Die Deutsche Bahn Netz AG hat ja jetzt auch bereits vorgelegt ihre Vorstellungen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass endlich diese Verbesserung des Schienenverkehrs im Allgäu gelingt. Die Elektrifizierung der Strecke München-Memmingen-Lindau habe große Vorteile, hieß es heute noch einmal. So soll man künftig in nur gut 3 Stunden von München nach Zürich fahren können. Das Projekt kostet rund 210 Millionen Euro. Die Finanzierung sei gesichert, auch wenn Kostensteigerungen derzeit nicht komplett ausgeschlossen werden könnten, so die Deutsche Bahn heute.
Die Marketingleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin der Allgäu GmbH, Dr. Anna-Maria Fessler, wird das Unternehmen im Mai verlassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Fessler wird sie künftig das Hotel Sonnenalp in Ofterschwang führen. Fessler war über 4 Jahre lang für den Marketingbereich der Allgäu GmbH zuständig. Die gestrigen Gespräche zwischen der Bodanwerft in Kressbronn und der IG Metall haben zu keinem Ergebnis geführt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft verhandeln momentan über einen Sozialplan und Interessensausgleich, da die Werft von einer Schließung bedroht ist. Die Chefetage bietet für den Sozialplan 1,1 Millionen Euro an. Die IG Metall fordert dagegen rund 2 Millionen Euro. Von der Schließung wären 60 Beschäftigte betroffen. Um das zu verhindern, veranstaltet die IG Metall am kommenden Freitag eine Kundgebung vor dem Kressbronner Rathaus. Aufgrund eines abrupten Bremsvorgangs ist ein LKW im Landkreis Lindau neben der Autobahn gelandet. Der 54-jährige LKW-Fahrer aus Baden-Württemberg war auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Dabei überholte ihn ein Sattelzug mit italienischer Zulassung. Beim Einscheren behinderte das Gespann den 54-Jährigen. Auf Höhe Sigmaszell bremste der italienische Sattelzug dann plötzlich ab. Der 54-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Aufprall zu vermeiden, kam dabei aber von der Fahrbahn ab. Zur Bergung musste ein Abschleppfahrzeug eingesetzt werden. Der italienische Sattelzug hingegen setzte seine Fahrt fort. Jetzt hat die Polizeiinspektion Lindau die Ermittlungen übernommen. Es geht vor allem um den Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein selbstgemachter Handyfilm ist jetzt Jugendlichen aus dem Raum Kaufbeuren und Umgebung zum Verhängnis geworden. Die 14- bis 16-Jährigen hatten im Sommer heimlich einen 10-jährigen Jungen gefilmt. Das Video stellten sie anschließend auf einer Internetplattform ein, die für jedermann zugänglich ist. Die Eltern des 10-Jährigen erfuhren erst jetzt von der Veröffentlichung und erstatteten Anzeige bei der Polizei Marktoberdorf. Die Persönlichkeitsrechte des Kindes waren verletzt worden. Außerdem soll der Film beleidigende Tonsequenzen enthalten haben. Gegen die Jugendlichen wird wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz ermittelt. Der Film ist mittlerweile von der Internet-Videoplattform gelöscht worden. Auch Einrichtungen der Hilfsorganisation Humedica sind von den schweren Regenfällen und Erdrutschen in Brasilien betroffen. Einzelheiten gab die Kaufbeurer Hilfsorganisation jetzt bekannt. Bereits am vergangenen Wochenende entsandte Humedica 2 Einsatzteams in das Katastrophengebiet. Also wir haben kaum Kontakt zu unseren Teams vor Ort, denn die Telefonleitungen brechen immer wieder ab. Insofern können wir nicht genau sagen, was die vor Ort gerade machen. Allerdings rechnen wir mit chirurgischen Verletzungen, also Knochenbrüchen, Wunden und Ähnlichem. Aber über kurz oder lang natürlich auch rechnen wir natürlich auch mit Infektionskrankheiten und Langzeitversorgungen. Obwohl die Gebäude der Hilfsorganisation unversehrt geblieben sind, hat Humedica 3 Todesopfer zu beklagen. Die Kinder wurden in der Tagesstätte betreut. Zudem sollen viele Schützlinge Familienangehörige verloren haben. Die Stadt Kaufbeuren, allen voran Oberbürgermeister Stefan Bosse, ruft jetzt zur Mithilfe auf. Ich sehe das jetzt schon in einer großen Gefahr durch diese ganzen Rahmenbedingungen, die jetzt durch diese schweren Niederschläge entstanden sind, dass dieses Wirken, was da aufgebaut worden ist, auch möglicherweise in Gefahr gerät, obwohl die Einrichtung unmittelbar nicht betroffen ist. Also es ist wichtig, jetzt Humedica zu helfen, dass die Einrichtung fortgeführt werden kann. Und es ist auch zu helfen, dort, wo unmittelbar Not entstanden ist. Es sind ja sogar Kinder und Angehörige ums Leben gekommen. Wenn auch Sie Humedica unterstützen möchten, können Sie dies unter dem Stichwort Erdrutsch Brasilien bei der Sparkasse Kaufbeuren 734 500 00 unter der Kontonummer 4747 tun. Der Trainer des Volleyballteams Sonthofen, Andreas Wilhelm, hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Grund führte Wilhelm nicht nur die momentane Niederlagenserie der Volleyballerinnen an, sondern auch die zu große Belastung durch seine zahlreichen Aufgaben. Als Nachfolger ist bereits Nikolai Roppel verpflichtet worden, der bis vor kurzem Trainer beim Zweitligisten Augsburg war. Ja, und das waren die Meldungen vom 19. Januar und wir werfen jetzt einen Blick aufs Wetter. Im Bergbahn- und Skiarena Steibis, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. In der Nacht zum Donnerstag hört es fast überall auf zu schneien. Es bleibt bewölkt bei Tiefstwerten zwischen minus 6 und 0 Grad.
Die Wolken halten sich am Vormittag im ganzen Allgäu. Bei vereinzelten Sonnenstrahlen fällt wieder etwas Schnee. So bleibt es auch am Nachmittag. Schneeschauer ziehen durch die gesamte Region. Die Temperaturen liegen bei minus 2 Grad an den Alpen und 2 Grad am Bodensee. Am Freitag klingt der Schneefall langsam aus. Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Werten zwischen minus 6 und minus 2 Grad. Der Samstag wird freundlich. Vereinzelt ziehen noch ein paar Wolken vorbei, aber die Sonne kommt fast überall durch. Auch am Sonntag bleibt es trocken und sonnig bei winterlichen Temperaturen zwischen minus 10 und minus 5 Grad. Die finanzielle Lage im Bezirk Schwaben und vor allem die momentane Situation der Krankenhäuser. Zwei von Haus aus schwierige Themen, die gestern Abend im Mittelpunkt der Arbeitstagung des Bezirksverbandes standen. Geschlagene 5 Stunden berieten sich die schwäbischen Landräte, Oberbürgermeister sowie der Regierungspräsident Karl-Michael Schäufele in Bad Wörishofen. Was dabei letztlich rausgekommen ist, das wissen meine Kollegen Evelyn Priep und Manfred Fiener. Sie waren bei der anschließenden Pressekonferenz dabei. Die finanzielle Lage ist gut, aber nicht mehr lange. Etwa 4-mal im Jahr trifft sich die Arbeitstagung des Bezirksverbandes Schwaben. Hier steht die Beratung und der Austausch im Vordergrund. Erster Punkt auf der Tagesordnung, die finanzielle Situation. Die sei 2011 besser als erwartet. Durch die Bevölkerungsentwicklung sei im Gegenzug aber mit steigenden Ausgaben zu rechnen, so Landrat Kaiser. Für das Jahr 2011 und 2012 werden die Kommunen wieder sehr gut dastehen, was die Einnahmen betrifft. Wir haben allerdings auch zu beklagen, dass die Ausgaben, insbesondere in der Jugendhilfe, insbesondere in der Altenpflege und in der Eingliederungshilfe bei den Bezirken weiter nach oben geht. Die Veränderung der Gesellschaft und die alternde Gesellschaft, da ergeben sich einfach höhere Kosten und wir müssen uns darüber in unserer Gesellschaft im Klaren sein, dass wir auch bereit sein müssen, dafür etwas mehr aufzuwenden. Das Jahr 2011 wird für den Bezirk alles andere als leicht. Ähnlich sieht das auch bei den Krankenhäusern aus. Die tarifliche Gehaltserhöhung für die Ärzte belastet die schwäbischen Kliniken in einer Höhe von 300.000 bis 1 Million Euro pro Krankenhaus. Das heißt, man braucht entweder mehr Patienten oder aber man hat automatisch schon wieder ein Defizit. Insofern wird in der Zukunft das strukturelle Angebot in den Krankenhäusern untersucht werden müssen. Und ich darf da die Beispiele ja aus dem Oberallgäu nennen. Da haben wir eben nicht mehr überall eine Geburtshilfe, nicht mehr überall in jedem Krankenhaus eine Chirurgie, sondern wir haben uns spezialisiert und über das Angebot der Spezialisierung zwar Arbeitsplätze vor Ort erhalten, aber nicht mehr an jedem Standort das gesamte Spektrum angeboten. Deshalb sei eine engere Zusammenarbeit und die Vernetzung zwischen den einzelnen Krankenhäusern nötig. Insgesamt helfe die Konferenz in Schwaben, mit einer Stimme zu sprechen. Nur auf diese Weise könne man in München, Berlin oder Brüssel etwas erreichen, so Landrat Kaiser. Und wir machen jetzt kurz Werbung. Danach zeigen wir Ihnen, wie an der Söller-Eckbahn mit modernster Technologie die Pisten präpariert werden. Bis gleich. Alles, was für Bayern wichtig ist, zeigt TV Bayern Live. Das neue TV-Magazin mit Themen aus allen bayerischen Regionen und aus der Landeshauptstadt. Politik, Kultur, Brauchtum, Wirtschaft, Sport und natürlich viel Prominenz. TV Bayern Live in 60 Minuten aktuell informiert und gut unterhalten. Ihr bayerisches Fernsehprogramm. TV Bayern Live immer sonntags von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf RTL. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit, Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Autohaus Brosch, Ihr Mazda-Partner seit 1973. EU-Neuwagen aller Marken. Auto-Crew-Werkstatt für alle Fabrikate. Immer erst die Brosch, Ihr zuverlässiges Familienunternehmen in Kempten-Durach.
jetzt ganz neu in Kempten. Get the Power! Palestra B, der Fitmacher für Ihren Körper. Ob Muskelaufbau, Rückentraining, Kräftigung des Bindegewebes oder ganz einfach nur Fett weg. Erfolge in kürzester Zeit mit EMS-Training. Die zwei Pistenwalzen der Sölle-Eckbahn laufen seit Beginn der Saison Mitte Dezember mit Unterstützung von ganz weit oben. Die neue Technik, ein GPS-System namens SnowSat. Das soll vor allem helfen, den Schnee noch optimaler auf der Piste zu verteilen. Aber nicht nur das, mit dem neuen System können auch ganz schön Kosten eingespart werden. Meine Kollegen Martina Herz und Manfred Fiener sind auf den mit modernster Technik ausgestatteten Pistenwalzen einmal eine Nachtschicht mitgefahren. Mit modernster Technologie starten die Pistenwalzen am Söllereck in die Nacht. Seit Beginn der Wintersaison sind die Bullis nämlich mit einem GPS-System ausgestattet. Und wozu das gut ist, zeigte uns Jochen Baumann, Betriebsleiter bei der Söllereckbahn, persönlich. Mit dem Einsatz des neuen Systems namens SnowSat will er vor allem eins erreichen: eine Verbesserung der Schneeverteilung. Möglich wird das durch die genaue Berechnung der Schneehöhe, die nun direkt vom Fahrzeug aus möglich ist. Ich kann die Schneehöhe direkt unter der Maschine, was quasi von dem Grünzustand im Sommer zum jetzigen Ist-Zustand unter der Pistenwalze ist, errechnet sich das System und ich sehe eigentlich immer, wie viel Schnee ich unter dem Pistenbulli habe. So kann der Walzenfahrer sofort erkennen, welche Stellen zu wenig Schnee haben und aufgeschüttet werden müssen. Auf dem integrierten Display sieht der Fahrer aber noch mehr. Auf dem Display sehen wir jetzt die Fahrtrichtung, die Anzeige, auf welcher Piste wir uns befinden, was für eine Maschine wir jetzt haben. Wir haben ja zwei Maschinen damit ausgestattet. Und dann sehe ich die Meterangaben, die Meereshöhe. Die Ist-Höhe, also sozusagen. Und dann habe ich der gelbe Bereich, spricht dafür, was habe ich Schnee unter dem Pistenbulli. Mit dem Einsatz des GPS-Systems soll aber nicht nur die Schneeverteilung verbessert werden. Die Betreiber erhoffen sich auch Einsparungen bei Material, Dieselverbrauch und Personalstunden. Und es gibt noch einen weiteren positiven Effekt. Bei zu wenig Schnee kann ich natürlich vermehrt Flurschäden fabrizieren, sollte man natürlich nicht. Das erhoffen wir uns natürlich auch, dass der Fahrer einfach gezielter den Schnee bewegen kann, somit auch weniger Flurschäden produziert. Und nicht nur der Fahrer kann auf die Informationen zurückgreifen. Zurück an der Talstation zeigt sich, dass die Daten auch zentral einsehbar sind. Diese Angaben werden natürlich, wenn die Arbeit beendet ist, an den Hauptrechner bei uns im Büro übermittelt. Und sozusagen können wir die Daten auswerten, effektiv nachher auch sagen, wo brauchen wir noch Schnee, wo fällt noch Schnee, müssen wir die Produktion vom Schnee noch aufrechterhalten. Solche Daten übermittelt das System. Es übermittelt natürlich auch noch mehr. Ich kann Daten von der Walze, Motordrehzahlen, Störfälle und solche Sachen auch mit übertragen. Das sind eigentlich die Kleinigkeiten, wo wir jetzt eigentlich als Nebeneffekt noch mitnehmen. Zwar gibt es nach so kurzer Zeit noch keine konkreten Ergebnisse, aber die beiden Verantwortlichen sind sich jetzt schon einig. Die Investition von ca. 80.000 Euro hat sich gelohnt. So, das war der Mittwoch bei TV Allgäu Nachrichten. Morgen geht es bei uns dann um das Thema Energiesparen. Von heute ab bis einschließlich Samstag laufen nämlich die Energiespartage in Kaufbeuren. Heute Abend wird deswegen der bayerische Umweltminister Markus Söder zu Gast sein und über die aktuellen Entwicklungen in der Umweltpolitik sprechen. Außerdem ein Thema: Die Gemeinde Bad Hindelang wird die erste allergikerfreundliche Gemeinde im gesamten Alpenraum und das offiziell anerkannt. Soweit also der Ausblick auf die morgige Sendung. Ich darf Sie jetzt noch auf unsere Homepage hinweisen. Unter www.tv-allgäu.de finden Sie nämlich alle Beiträge der vergangenen Tage, ganz einfach abrufbar über unsere Mediathek. Und wenn Sie möglicherweise auch in Sachen Social Networking im Internet aktiv sind, TV Allgäu hat beispielsweise auf der Plattform Facebook eine eigene Fanpage. Einfach mal anklicken, wenn Sie es interessiert. Wir sehen uns also morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin alles Gute, tschüss für Gott und auf Wiedersehen.